Hallo, ich bin die Julia vom Jugendtreff You und heute haben wir eine interessante Talkrunde zum Thema Sexualität und hierfür haben wir auch tolle neue Gäste eingeladen, die sich jetzt einmal selbst vorstellen. Hi, ich bin Sophia Krämer, ich bin vom Jugendzentrum in Graben-Neudorf und arbeite bei der Caritas und bin heute hier in dieser schönen Runde. Genau, und ich bin die Iris Elste, auch beim Caritas arbeitend und in der Schwangerschafts- und Familienberatung. Ja, freue mich auch auf das Thema und habe heute noch meine Studentin mitgebracht, die ganz kurz sich selber vorstellt. Ich bin die Theresa und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Deborah und ich bin im Jugendtreff Odenheim und in Tiefenbach. Ja, ich glaube, was auch voll das Thema ist, ist so Nacktfotos rumschicken und da kommt ja auch oft so, ne, schick mir das und sonst kommt das und das. Und ja, ich weiß nicht, was da so eure Meinung zu? Geht gar nicht. Also da bin ich auch jemand, wo sagt, ich schick das niemand anders. Und schon gar nicht, wo ich nicht 100% weiß, dass es, also ich glaube, dass in einer festen Partnerschaft oder jemand, dem ich sehr gut vertrauen kann, ist es vielleicht später mal so, dass es in Ordnung ist, aber ich glaube, als Jugendlicher oder junger Mensch würde ich das im Moment gar niemand schicken, überhaupt niemand. Und wenn, dann darf man sich das gern persönlich angucken, nämlich vor Ort, live. Alles andere finde ich, das mag auch als altmodisch dann vielleicht jetzt klingen, aber das geht für mich gar nicht. Weil ich hätte jetzt viel zu viel Angst, dass das im Worldwide Net irgendwie unterwegs ist. Beziehungsweise habe ich so viel Vertrauen zu dem anderen, kann ich so viel Vertrauen haben oder wer kann noch auf das Handy gucken, auch wenn da Passwörter oder sonstiges. Also das ist für mich ein absolutes Nein. Nein, das muss nicht sein und wenn, dann kann man sich die auf dem Handy gegenseitig angucken. Wenn man gerade zusammen ist, dann ist das ja auch in Ordnung, aber nicht verschicken. Ja, also ich finde es sogar, ich glaube, ich bin da noch eine Stufe extremer, ich würde sogar in einer Beziehung würde ich es niemals machen, weil es kann immer auseinandergehen. Also jetzt, stimmt. Es kann sich auch irgendwann trennen und hinterher denken, hätte ich es nicht gemacht. So. Mhm. Deswegen, also es ist auch super gefährlich, es kann überall landen. Es geht ja nicht nur um das, dass man es verschickt, sondern es kann ja auch einfach der Freundin mal gezeigt werden. Und allein das ist schon ein absolutes No-Go. Also, Und das finde ich auch ein wichtiger Aspekt, was du jetzt gesagt hast, mit, wenn man sich trennt. Also man soll nie einen getrennten Partner unterschätzen, egal wie gut man sich in einer Beziehung verstanden hat. Also ich habe da schon viel zu viel Sache erlebt und auch beruflich genug Sache erlebt, wo plötzlich die ganze Dreckwäsche sozusagen ausgepackt wird und da sind natürlich solche Bilder, boah, die sind ja Gold wert. Ne? Ja, und auch, dass man, wenn man sich jetzt trennt, dann vielleicht voll den Groll gegen seine Ex hat oder gegen Ex-Freundin oder so, dass man halt dann auch weiß, okay, ich kann das nicht rumzeigen, also das geht absolut gar nicht. Weder, dass ich es von mir rumzeigen lassen wollen würde, noch, dass ich weiß, okay, selbst wenn ich im größten Streit aus meinem, also mich von meinem Partner trenne, das ist das absolute No-Go, dann das wird alles sofort gelöscht oder so. Genau, aber und deswegen sag ich halt, auch wenn das jemand von mir verlangen würde, ich soll das verschicken, nee. Also, das geht, also ich bin bei vielen Sachen sehr, sehr tolerant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin jemand, wo immer wieder guckt, was jeder individuell braucht oder gern hat. Aber bei solchen Sachen, was Social Media anbelangt oder Bilder aufs Handy schicken, da bin ich sehr klar. Da gibt es für mich ein deutliches, klares Nein. Ich glaube, man vergisst auch ganz oft, dass man ja, durch wenn man sich viele verschiedene Apps runterlädt, ja auch diese Einverständnis immer gibt, dass dann die Hersteller ja auch auf die App zugreifen dürfen, das, was du auf deinem Handy hast. Ja. Und ich glaube, das ist, was bei den Bildern dann untergeht, selbst wenn man seinen Partner und das auch weiß und was weiß ich, wie viel Vertrauen da dahinter steckt. Man weiß aber gar nicht, wie viele Dateien im Hintergrund abgerufen werden können. Das kommt noch dazu. Ja, das kommt definitiv noch dazu, ja. Ja, ich glaube, da kann man auch seinen Wert einfach kennen, dass man sagt, okay, ich will einfach nicht, dass von mir Bilder im ganzen Netz rumgehen oder die ganze Schule diese Bilder hat. Ich glaube, es geht auch so, einmal so, was bin ich mir wert, aber ich glaube auch, wenn man überlegt, mit wem teile ich was, zu gucken, okay, was sind eigentlich meine Werte, generell auch so mit vielleicht Treue, wie gehe ich mit Leuten um, wie rede ich mit denen und auch jemand auszuwählen, zu sagen, okay, ich gucke, hat der dieselben Werte, weil wenn im Vorfeld schon klar ist, die lästern, die reden schlecht über andere, die machen sich über andere lustig, die gehen nebenbei fremd.
bist du dir das dann wert, dich auf so jemanden einzulassen? Und ich glaube, da einfach auch zu gucken, was sind meine Werte, was sind die Werte von jemand anderes so. Und das ist, glaube ich, dann auch ein guter Weg, wo man ja irgendwie mehr geschützt vielleicht ist. Ja. Also mir ist aufgefallen, ich mache ja schon seit vielen Jahren Sexualpädagogik an Schulen und in Schulklassen, und mir ist echt aufgefallen, dass in den letzten Jahren immer mehr das Thema auch Pornos und auch Zugriff auf Pornos aufgeploppt ist. Und ich war, glaube ich, echt ein bisschen geschockt, weil zu unserer Zeit, ich bin älter, hat man ja dann nur so Heftchen gekriegt und ist eigentlich ja an so Sachen, an Videos überhaupt nicht rangekommen. Und ja, das ist mir halt aufgefallen, dass da sich auch was verändert hat. Klar, mir ist klar, dass das durch Social Media jetzt auch alles viel einfacher ist, aber ja, was denkt denn ihr so über das Thema Pornografie bzw. Pornos angucken? Auch vom Alter her, ich meine, ihr seid es auch ein bisschen jünger als ich. Also ich glaube, das beginnt relativ früh mit dem Konsum von Pornos, weil es eben absolut keine Grenze im Internet irgendwie gibt und jeder mit jüngsten Jahren schon irgendwie Zugriff im Internet hat. Du kannst ja alles mögliche im Internet eingeben, da kommt ja jede Schiene, jedes Genre von Pornos, was es überhaupt, was man sich vorstellen kann. Dementsprechend kannst du es, es gibt halt nicht nur Heftchen oder keine Videos, die man sich ausleihen muss oder so, ja, genau. Sondern du kannst in jüngsten Jahren schon Zugriff auf alles haben, was es überhaupt gibt. Und vor allem anonym haben. Anonym, ja. Es kriegt keiner mit, es sieht keiner. Genau, zu unserer Zeit musstest du noch in den Lade reingehen und dir ein Heft kaufen, was natürlich auch altersentsprechend nicht gekriegt hast oder halt nur mit knallrotem Kopf da rausgelaufen. Und da ist die Hemmschwelle ja eine ganz andere. Also, definitiv, Und ich glaube auch, ist nicht zu unterschätzen, wie viele Pornos jetzt nicht nur im Internet sind, sondern die auch verschickt werden, zum Beispiel, was halt Kinder und Jugendliche auf dem Handy haben. Und das sind auch einige. Also ich glaube, gefühlt jeder zweite Jugendliche bei uns hat bestimmt irgendwelche pornografische Zeug auf dem Handy, wo er vielleicht selber gar nicht einschätzen kann, dass das irgendwie pornografisch ist. Also es ist mir sogar mal passiert, dass ich im Geschäft unter dem Thema Sexualpädagogik was gesucht habe und auf eine Seite drauf geklickt habe, die sich sehr pädagogisch angehört hat, also ne, so lehrreich, und ich habe halt nach einem bestimmten Stichwort und plötzlich sind da lauter stilisierte Penisse über den Bildschirm gekupft, ja, und ich so, uah, tak, 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 wollte ich weg, und dann kamen noch drei andere Seiten, die aufgeploppt sind, und habe dann natürlich das bei uns auch gleich melden müssen, weil wir dürfen ja sowas natürlich nicht aufrufen, fand es dann auch schon, wo ich gedacht habe, man ist ja noch nicht einmal, hat ja gar keine Möglichkeit, sich auch dagegen ein Stück weit zu wehren, aber was haltet ihr von deiner Pornos? Also ich finde es halt absolut realitätsfern. Also es ist nicht das, wie Sexualität, ich weiß nicht, im Normalfall oder wie auch immer, ausgelebt wird. Also das, was da gezeigt wird, ist nicht das, wie Sex tatsächlich stattfindet. Ja, das kann ich total bestätigen. Also es ist einfach von dem, wie die Frauen aussehen, von dem, wie die Männer aussehen, von dem ganzen Akt, Handlung, es ist auf jeden Fall gefaked. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, weil für viele ist es, glaube ich, so, dass man sagt, ja, so müsste Sex sein, aber nein, das ist ein Job, den die machen. Ja. Das ist für die oft total hart, weil die unter schweren Bedingungen da immer wieder irgendwas drehen müssen. Und es ist einfach nicht die Realität, dass beide immer Lust haben, dass sie so aussehen und ja. Und man muss auch sagen, dass das sind ja Schauspieler. Ja. Also es sind wirklich Schauspieler, die das machen. Das ist kein Liebesakt oder das sind keine zwei Menschen, die sich da einander super vertrauen, sondern da steht ein Kamerateam hinter dran. Also es ist tatsächlich ein Schauspiel, was da gemacht wird. Das ist 0,0 das, wie es tatsächlich ist. Also ich habe mal eine Reportage darüber gesehen, wo man dann eben den Akt an sich halt nicht mehr dargestellt hat, aber auch die Pornodarstellerinnen und Darsteller interviewt hat, und es ist wirklich knallhart und es wird halt auch zusammengeschnitten. Das heißt, wenn die da eine Stunde miteinander rumpoppen, dann machen die das nicht am Stück, sondern das wird ja immer wieder zusammengeschnitten, und das erweckt für mich auch den vollkommen falschen Eindruck, wie Sexualität zwischen Partnern stattfinden soll, ja, oder kann. Auch dieser Erfolgsdruck für die Jungs oder für die Männer, ja, ich muss allzeit, also ich muss immer ich muss mehrfach hintereinander und am besten 2 Stunden, das ist halt auch nicht die Realität, ja. Und das finde ich das Negative an der ganzen Geschichte.
Ich glaube, weil der Punkt ist auch, dass es, also viele Pornos sind für Männer gedreht oder einfach darauf ausgelegt. Und das Frauenbild wird halt total verschlechtert. Also es wird total reduziert. Und ich glaube auch gerade, dass es die Männer total prägt, wie sie die Frauen sehen. Und wenn wir jetzt, also wenn Männer mal einen Selbsttest machen wollen, bei Jungs, kann man ja auch gucken, auf was achte ich bei einer Frau. Gucke ich auf ihr Lächeln, gucke ich, welche Werte sie hat, oder gucke ich eigentlich auf die Brüste, auf den Arsch und reduziere ich sie? Und ich glaube, das ist halt auch die Gefahr, welches Bild hast du von Frauen, und dass ich mir das halt so prägen, dass ich die Frauen nur reduziere. So, ne? Ja, und ich denke, was für mich im Vordergrund steht, ist dieses falsche Bild von Sexualität, dass es eben nicht drauf ankommt, dass man stundenlang Sex hat, sondern dass da ja auch noch ganz andere Sachen dazu gehören, also zumindest mal Liebe, Zuneigung, Toleranz dem anderen gegenüber und nicht einfach nur, das. Aber ich meine, Pornos sind ja, also verändern nicht nur allein die Sichtweise auf Sexualität, sondern ich finde auch auf der eigene Körper oder der Körper der Person gegenüber. Also ich meine, die Männer da drin, die haben nicht die Durchschnittsgröße von dem Penis wahrscheinlich. Und nicht alle Frauen haben Silikonbrüste oder sonstiges. Also das kommt noch und ganz das, hoch, und allein das, was man sieht, ist also schon das, was einen beeinflussen kann. Und dann kommt ja noch der Fakt dazu, dass der Sex, der da dargestellt wird, nicht realitätsnah ist. Also, dass es halt nicht 2 Stunden geht, dass es auch nach 2 Minuten rum sein kann. So. Genau. Und genau. Ich glaube, es sollte einem einfach bewusst sein, dass wenn man sich sowas viel anguckt, das prägt mein Bild. Und will ich das? Will ich die anderen so sehen? Oder, ne? Und das sollte einem, glaube ich, bewusst sein. Ja. Und was, glaube ich, auch noch voll so ein Punkt ist, bei dem Orgasmus wird ja ein Bindungshormon ausgeschüttet im Gehirn. Das heißt, es ist ja eigentlich gut, wenn du in einer Partnerschaft bist und du willst die Bindung. Aber wenn du dich bei einem Porno selbst befriedigst, wird dieses beim Orgasmus auch dieses Hormon ausgeschüttet. Ja. Das heißt, du bindest dich ein Stück weit an Pornos und es kann sogar süchtig machen, dass du immer wieder einen Kick willst. Ja. Und das Gehirn lernt auch damit umzugehen. Und irgendwann brauchst du immer höhere Sachen, immer mehr, weil du abstumpfst. Ja. Dann reicht dir der normale Porno nicht. Und dann brauchst du irgendwas Hartes, Extremes und rutscht vielleicht irgendwo rein, wo du gar nicht rein willst. So. Und es ist halt auch so, dass es ja nicht immer die Partnerin ist, die genau diesen harten Sex haben will. Also gerade bei bestimmten Pornos werden ja, glaube ich, ganz andere Sachen noch dargestellt. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, wo wir schon mal über Werte und so weiter gesprochen haben. Es ist ja nicht immer, also nicht jeder Partner will alles. Und das, was da dargestellt wird, ist halt zum Teil extrem tief. Ja. Und warum ich auch eher sage, dass ich denke, das wäre eher nicht so hilfreich, denke ich, weil ich würde, also ich habe mich ja mit dem Thema so ein bisschen auch im Vorfeld beschäftigt und da einfach so gemerkt, okay, es gibt einfach auch viele Statistiken, viele Studien, die einfach zeigen, dass eben Sex, also Pornos nicht für den Sex helfen. Dass in diesen Studien halt auch rausgekommen ist, was auch interessant ist, dass sogar viele, die viel Pornos gucken, dass da auch die Gefahr sein kann, dass in der Beziehung eigentlich weniger Sex ist. Mhm. Und das liegt halt daran, weil man einfach lernt, im Porno muss es so und so laufen und mit meiner Frau, mit meinem Mann oder ne, läuft eben nicht so und dass man dann eher so festgefahren ist, dass es eher schwieriger ist und dass gerade wenn man es dabei selbst befriedigt beim Porno, dann ist es halt so, dass es ja um meine Befriedigung geht und wenn ich Sex mit einer Person habe, geht es ja eigentlich darum, dass ich den anderen befriedige und wenn man ständig dieses, meine Bedürfnisse sollen sofort gestillt werden und wenn das eben in der Beziehung nicht immer sofort ist, kann das halt auch was mit dem Sex machen und ich glaube, weil ich diese Studien auch so gelesen habe, bin ich da auch eher so, weil ich denke, es bringt nicht viel. Und wenn das auch jemand interessiert, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ich gebe die auch gerne weiter, wenn ihr das nochmal nachlesen will oder so. Ne? Und wie steht denn ihr zu dem Thema Pornos in einer Beziehung? Weil ich kenne zum Beispiel auch einige Jugendliche, die der Meinung sind, sobald du in einer Beziehung bist, sind Pornos das absolute No-Go. Dass zum Beispiel der Partner sich dann nicht selber zusätzlich noch befriedigen kann oder so zu Pornos. Also da waren schon bei uns einige Mädels zum Beispiel, die auch gemeint haben, so ist absolutes No-Go, wenn der Partner sich irgendwie da kann aufgeilen würde oder so daran. Oder ist das, gehen Pornos zum Beispiel, wenn man Pornos gucken will, nur wenn man Single ist? Oder? Also ich habe ja grundsätzlich die Haltung, egal was es ist, solange es beide möchten oder für beide akzeptabel ist, dass vieles geht, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Also das ist meine Haltung. Das hat immer was mit Reden miteinander zu tun oder auch sich auszutauschen. Und ich meine, wenn das halt eine Person komplett stört, dann wird es halt schwierig, weil dann passt die Sexualität nicht mehr.
Ja. Ich würde auch sagen, zu gucken, ne, was macht das mit mir? Also wenn ich jetzt meinen Partner das machen würde, dann hätte ich das Gefühl, der holt sich was woanders oder so, ne? Oder ist es ein, ja, es ist für mich okay. Ja. Und ich glaube, da, wie du sagst, zu gucken, was macht das mit mir, um das auch ehrlich zu sagen. Ja. Mhm. Und wenn das dann ein wie Fremdgehen ist oder ein, er holt sich was, was er eigentlich bei mir kriegen könnte, dann sollte man das auch sagen, ne? Und drüber reden und das äußern, denke ich. Ja. Und Rücksicht nehmen auch. Und das ist dann wie alles, was beim Thema Partnerschaft aufploppt. Ja. In dem Moment, wo beide mit was einverstanden sind oder das auch beim anderen akzeptieren, dann ist es in Ordnung. Das müssen Partner immer miteinander aushandeln. Also Kommunikation ist das A und O. Aber es ist ja generell in der Beziehung, beim Sex, bei allem, ne, dass du drüber redest. So. Genau. Ja. Und ob das jetzt Thema Porno oder Verhütung oder ist, es ist halt so. Ja, stimmt. Ja, ich denke auch, es ist gut, dass man einfach weiß, dass es eben keine Realität ist. Sollte einem bewusst sein. Und ich glaube, wenn man auch selbst mal prüfen will, okay, bin ich da eigentlich schon abhängig oder nicht, kann man ja auch mal den Test machen und sagen, okay, schaffe ich es 3 Monate, mal kein Porno zu gucken. Und wenn ich es überhaupt nicht hinkriege und nervös werde, und dann kann man ja gucken, okay, vielleicht ist da schon irgendwas nicht so gesund. Das kann man ja für sich selbst, wenn man Lust hat, auch testen. So, ne? Und wenn man sagt, nur jetzt alles gut, dann ist ja eigentlich gar nicht schwer, das zu testen. Ja, genau.